Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels gegen SGV Freiberg. Entstand 5:1, 932 Zuschauer. Bei mir die beiden Trainer, zu meiner linken Gäste Coach Raoul Germann, herzlich willkommen. Und zu meiner rechten unser Trainer Timo Wenzel. Herr Germann, Ihr Statement zum Spiel heute. Ja, Timo und der FCH, erstmal Glückwunsch zu einem verdienten Sieg. Also, wenn man 5:1 verliert, kann man nicht viel sagen. War, wie gesagt, verdient. Ich fand, dass wir sehr, sehr gut im Spiel waren. Wir hatten 3-0 Ecken, gefühlt nach einer Viertelstunde und zwei Top-Chancen. Bevor Homburg dann in Führung geht, dann kommen wir ran. Haben immer auch so ansprechende Spielzüge und auch die ein oder andere Halbchance gehabt. Im Grunde aber wie die letzten Spiele auch zu einfach die Dinger kassiert. Am Ende finde ich ein, zwei Tore vielleicht zu hoch. Auf der anderen Seite habt ihr noch einen Elfmeter verschossen. Von dem her können wir froh sein, dass es vielleicht nicht nur höher ausgeht. Also ich schwanke zwischen dem einen und dem anderen. Ich muss trotzdem sagen, meine Mannschaft hat alles reingeschmissen. Wir haben noch zwei 18-jährige Spieler eingewechselt. Die haben auch alles versucht. Ihr habt eine gute Qualität. Deswegen spielt ihr auch um die Meisterschaft und ich wünsche euch dafür viel Erfolg. Vielen Dank, Timo, dein Statement zum heutigen Spiel. Ramon, danke. Danke für die Worte. Ja, wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen. Wie Ramon schon gesagt hat, glaube ich, die ersten 10 Minuten waren, glaube ich, wir 1-3 Ecken hinten, machen dann das 1-0, bekommen dann durch eine individuelle Schwäche, einfach durch einen individuellen Fehler, einfach das 1-1, weil wir einfach dann in dem Moment nicht gut verteidigen. Verlieren das 1-1 am Flügel, Chipball auf dem zweiten Pfosten. Er steht blank, nickt das Ding ein und dann haben wir uns kurz schütteln müssen. Machen dann auch das 2-1, waren dann, glaube ich, dann auch auf jeden Fall besser im Spiel. Dann verschießt Markus leider den Elfmeter zum 3-1, das wäre dann für uns ein bisschen ruhiger gewesen, alle im Stadion, für den FC Homburg sind. Aber dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit haben wir Dinge angesprochen, dass wir mehr investieren müssen, dass wir mehr Gas geben müssen, dass wir leidenschaftlicher verteidigen müssen, weil da war es ein bisschen schwammig. Aber dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, unseren Fußball gezeigt, den wir vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen missen haben lassen. Aber nochmal Glückwunsch an die Mannschaft. Sie hat auch heute alles reingehauen. Jetzt müssen wir gut regenerieren. Uns erwartet am Mittwoch das nächste schwere Spiel gegen Hoffenheim. Da müssen wir alle Kräfte bündeln. Letztes Spiel zu Hause. Und dann wünschen wir allen ein frohes Weihnachtsfest. Ramon, dir alles Gute. Wir haben bei euch verloren, wir haben heute gewonnen. Deswegen Ausgleich. Heute sind wir die Sieger und euch eine gute Heimfahrt und bis bald. Dankeschön. Danke. Danke, Timo. Gibt es sonst der Presse Fragen an die beiden Trainer? Ist nicht der Fall. Dann nochmal vielen Dank für Ihren Besuch. Unseren Gästen gute Heimfahrt, weiterhin viel Erfolg. Und für uns, Timo hat schon gesagt, am Mittwoch noch ein Heimspiel gegen Hoffenheim. 17 Uhr Anstoß. Bis dahin und auf Wiedersehen.